Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema, den Rasen das erste Mal zu mähen. Wir geben euch Tipps, was ihr da beachten müsst und vor allem, wir nehmen euch auch bei unserem ersten Schnitt mit. Also seid auf jeden Fall dabei. Wann sollte man nun den Rasen das allererste Mal mähen? Das liegt vor allem an der Temperatur. Es sollte mindestens 7 bis 8 Grad Bodentemperatur haben. Ganz wichtig, also nicht die Temperatur von außen, sondern wirklich Bodentemperatur. Weil wenn 7 bis 8 Grad Bodentemperatur erreicht sind, dann fängt der Rasen an auch zu wachsen. Und das ist wirklich ein sehr ersichtliches Merkmal. Sobald der Rasen wächst, kann eigentlich auch der Rasen gemäht werden. Weitere wichtige Eigenschaften wären auf jeden Fall, dass die Sonne scheint und dass es draußen trocken ist. Genau diese Eigenschaften haben wir zum Beispiel heute. Wir haben jetzt ungefähr Mitte März, von dem her steht bei uns der erste Rasenschnitt auch jetzt an. Extrem wichtig ist es, den Rasen noch nicht zu mähen, wenn es noch Frost hat. Einfach aus dem Grund, weil beim Mähen verletzen wir die einzelnen Gräser ganz leicht durch diesen Schnitt und diese Wunde muss schnell verheilen. Wenn jetzt Frost kommt, dann bekommen wir hier super schnell Frostschäden und das möchten wir auf jeden Fall verhindern. Das heißt, sucht euch einen warmen und trockenen Tag aus, Mitte März, und dann könnt ihr eigentlich auch schon den ersten Schnitt machen. Die nächste Frage ist, wie hoch sollte man nun den Rasen mähen? Und das liegt natürlich ganz an jedem selbst, wie hoch er den Rasen am Ende mähen möchte. Aber im Frühjahr, im März empfehlen wir den Rasen auf jeden Fall zwischen 3 bis 5 cm zu belassen und in dieser Höhe dann kann man auch ohne Probleme mit einem klassischen Sichelmäher, also das ist der ganz normale Mäher, den jeder von euch zu Hause hat, den Rasen mähen. Wenn man jetzt jedoch unter diese 3 cm möchte, also das heißt noch tiefer den Rasen mähen möchte, um zum Beispiel einen Golfrasen zu bekommen, dann sollte man in dem Fall auf einen Spindelmäher zurückgreifen, weil der einfach optimal bei einer Höhe von unter 3 cm ist. Extrem wichtig ist aber jetzt, wenn man aus dem Winter kommt und der Rasen vielleicht auch über den Winter gewachsen ist, weil es vielleicht auch ein bisschen wärmer war, dass man nicht den Rasen direkt auf 3 cm oder 5 cm sogar runterkürzt. Wenn der Rasen jetzt 10 cm hat, dann muss man auf jeden Fall die 1/3-Regel anwenden. Bedeutet einfach, 1/3 der Gesamtlänge des Rasens oder Höhe des Rasens darf abgemäht werden und dann kann man Schritt für Schritt über einige Wochen hinweg langsam runtergehen und dann vielleicht auf die Zielhöhe von 3 cm zu gehen, weil wenn ihr den Rasen direkt runterkürzt, dann gewöhnt er sich nicht dran und er wird direkt braun im Frühjahr. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Allgemein gilt, je niedriger man den Rasen mäht, desto dichter wird der Rasen, weil der Rasen kann nicht mehr in die Höhe wachsen, also wächst er grundsätzlich in die Breite. Auch Unkraut wird weniger entstehen im Rasen. Jedoch, je niedriger man mäht, desto mehr Pflegeaufwand ist das Ganze, um den Rasen auch grün zu behalten, dass er nicht schnell braun wird. Desto anfälliger ist er natürlich auch für Pilzkrankheiten und desto mehr muss er auch gewässert werden im Sommer. Das heißt, man muss sich gut überlegen, ob man den Rasen extrem tief schneiden will oder eher ein bisschen höher lassen möchte, und ein bisschen höher, da meine ich einfach eine Höhe von 3 cm bis 5 cm. Wie machen wir das bei uns im Rasen? Wir haben unseren Rasen ungefähr auf 2,5 cm. Wir mähen aber dann auch mit einem Spindelmäher. Wie oft sollte man den Rasen mähen? Man sollte den Rasen mindestens 2-mal die Woche mähen, also nicht nur samstags. Aus was für einem Grund? Ganz einfach, je öfter man den Rasen mäht, desto dichter wird er natürlich auch, aber auch desto weniger Unkräuter werden im Rasen entstehen, weil Unkräuter mögen es überhaupt nicht, oft gekürzt zu werden und die werden dadurch einfach dann langfristig aus dem Rasen verdrängt. Auch Ungräser fühlen sich dann nicht mehr so wohl, also ganz wichtig, den Rasen mindestens 2-mal die Woche zu mähen, um ihn dann einfach auch schön dicht und komplett unkrautfrei zu bekommen. Was für ein Rasenmäher ist nun ideal, um den Rasen zu mähen? Wenn man ganz normal den Rasen auf 3 bis 5 cm mähen möchte oder auch vielleicht sogar noch höher, dann ist ein klassischer Sichelmäher, wie man zum Beispiel hier sieht, ideal. So ein Sichelmäher hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause. Es empfiehlt sich theoretisch auf jeden Fall, einen Akkusichelmäher zu nehmen. Einfach aus dem Grund, weil er super leise ist, man hört ihn kaum und es lässt sich einfach sehr gut mit ihm mähen. Wenn man jetzt aber die Schnitthöhe unter diese 3 cm bekommen möchte und einfach noch einen tieferen Rasen Richtung Golfrasen haben möchte, dann empfiehlt sich absolut ein Spindelmäher. Ein Spindelmäher hat eine ganz andere Technik wie der Sichelmäher. Der Sichelmäher, den wir hier sehen, der rotiert mit seinem Messer, und der Spindelmäher, der schneidet wie eine Schere jedes Grashalm. Der Vorteil von diesem Spindelmäher ist einfach, dass man wirklich eine geringere Höhe schneiden kann, aber auch zusätzlich der Rasen wird wirklich geschnitten und somit auch nicht abgerissen, und dadurch wiederum habt ihr einfach einen viel grüneren Rasen. Ihr habt wirklich einen sehr krassen Vorher-Nachher-Effekt von einem Sichelmäher zu einem Spindelmäher. Was sollte man bei dem ersten Schnitt auf jeden Fall beachten und was sollte man nicht vergessen? Ganz extrem wichtig ist beim Spindelmäher in dem Fall die Spindel zu schärfen, aber auch beim Sichelmäher die Messer zu schärfen. Das kann man zum Beispiel in der Werkstatt geben oder auch selber schärfen lassen. Aber extrem wichtig sind scharfe Messer bei einem Rasenmäher, weil wenn wir jetzt nach dem Frühjahr, nach dem Winter, der Rasenmäher vielleicht eine ganze Saison hinter sich hat und nun stumpf ist und mit einem stumpfen Messer man den Rasen mäht, dann fetzt man sozusagen die Grashalme mehr ab, man reißt die mehr ab und dadurch verletzt man den Rasen und der Rasen wird super schnell braun. Auch Rasenkrankheiten können sehr, sehr schnell entstehen. Wir wollen aber, dass der Rasen wirklich sauber geschnitten wird und nicht abgerissen wird und auch nicht verletzt wird, richtig großartig. Und daher sollte man auf jeden Fall die Messer schärfen. Optional kann man vor dem ersten Schnitt auch den Rasen gerne noch lüften mit einem Lüfter, also kein Vertikutierer, sondern ein Lüfter, der hat Federzinken und damit man ritzt die Grasnarbe nicht an, man kämmt durch. Dadurch kommen alle Steine, Äste und was auf dem Rasen auch ist, werden erstmal entfernt und dann geht man mit dem Rasenmäher drüber. Des Weiteren werden auch Gräser, die sich zum Beispiel über den Winter gelegt haben und jetzt sehr lang auf dem Boden liegen, werden aufgestellt und können dann schön abgeschnitten werden mit dem Sichelmäher. Und daher lüften davor ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie man am besten das ganze Schnittgut, das entsteht, sammelt. Wir empfehlen auf jeden Fall, das Schnittgut aufzusammeln, weil wenn man zu viel Schnittgut liegen lässt, dann kann sehr schnell Rasenfilz entstehen, vor allem wenn der Boden zu wenig Nährstoffe hat, zu wenig Mikroorganismen, die das ganze Schnittgut verarbeiten können, sollte man auf jeden Fall das Schnittgut aufsammeln. Und wenn man das Ganze aufsammelt, dann kann man zum Beispiel unseren Grassack hier dafür verwenden. Das ist einfach ein kleinerer Big Bag und da kann man das Schnittgut reinmachen. Und das Geschickte ist, dass man diesen Grassack dann nachher einfach auch ins Auto heben kann, sehr geschickt, oder in den Anhänger. Er hat hier nämlich so 4 solche Henkel, wo man sehr gut greifen kann. Und dann kann man zum Beispiel zu zweit das nehmen einfach und in den Anhänger oder auch im Auto, in den Kofferraum tragen und somit verstaut man das Ganze ideal. Das war's auch schon mit dem YouTube-Video zum Thema erster Rasenschnitt und Rasenmähen allgemein. Ich hoffe, ihr konntet einige Tipps mitnehmen und könnt die zu Hause auch direkt umsetzen. Wenn ihr falsche Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr ein paar Bilder habt, wie ihr euren Rasen zum ersten Mal geschnitten habt, schickt die doch uns gerne auch. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ganz wichtig, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und vor allem unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video.